So, meine Freunde, es geht weiter Richtung 600 ohne großes Rumgeseier. Ein Stück Hefe und zwei Eier, ja? Das ist der supergeile Zaubertrick von Alf, wo er den Superkuchen in Kates Hut macht. Ja? Oh Gott, so many toss. Ja, ja, in der Leather. Es ist I Don't Care als Terraner auf Belshir gegen den einzig wahren, wunderbaren Sexy Boy aus Berlin. Es ist Gurney, yeah, a.k.a. Sudus. Sudus oder auch Paul, ja, er heißt Paul. Ja, dessen Oma ihn mit dem Moped durch die Gegend fährt. Hinten auf dem Gepäckträger sitzt Sudus drauf auf der Mofa. Schön, Toss ist von Ups, das ist genau richtig erkannt. Deswegen spielt er das ja auch. Ja, warum? Ich mach mir die Leiste zu, ist mir zu blöd, wenn ich weiß, wann es vorbei ist. Oh ja, A-Click Race, juhu! Ja, Sudo ist hier wieder große Klappe. Ja, er war ja mal angeblich Master. Ich habe ihn, ja, PVT, A-Click, Storm, GG, Terran 2, ja, Stim und so, ne, Siege und Mine. Ja, 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 ja. Ja, was ist hier los? Ja, Sudus, wie gesagt, zu seiner Hochzeit hat das bis in die Bronzeliga geschafft, ja. Bronze mit Sternchen. Und ist jetzt wieder auf dem Weg dorthin. Ja, aktuell spielt er ja Platin-Liga und es ist immer wieder eine Freude, diesem jungen Talent zuzusehen. Es ist ein ganz großes Ding. Ja, vor einem Jahr oder so hat er mal gegen Totoro gespielt, AI-Chef. Ja. 17 zu 1 ging das Ganze aus, ja. Er hatte darauf bestanden. Also Totoro hat 17 Spiele gegen ihn hintereinander gewonnen. Ja, da war er damals, war er da so, ja, so Diamond, High Diamond vielleicht hier, der Sudus. Ja, da hat Totoro noch so mit Master gespielt, da hat er noch ein bisschen häufiger gespielt, ja. Und Sudus wollte ihn unbedingt schlagen und dann in irgendeinem Game da, also im 18. dann hat Sudus es dann auch geschafft mit irgendwie, weiß ja, das Stream gecheatet oder irgendwie sowas. Oder eben irgendein Cheese, Proxy oder irgendwas war da, ich weiß nicht mehr genau was, aber das 18. Spiel hat Sudus dann gewonnen. Ja. Nach 17 zu 0 stand es dann 17 zu 1 gegen Totoro. Ja. Ja, was sehen wir hier unten? No-Gas-Echse, ja, von I Don't Care. Und nur mal so ein paar Hintergrundinfos halt, ja. Hier gibt's Gateway Core Doppelgas von Nubus, ja, wie man ihn ja auch liebevoll nennt, Nubus. Oh. Er hat mich jetzt hier bestochen, hat mir 10 Euro geschickt und so ein Mega-Replay-Paket mit, weiß ich nicht, 10 Replays oder so. Da habe ich gesagt, beziehungsweise er hat gesagt, wenn du die alle durch hast, dann schicke ich dir nochmal Kohle vielleicht. Oder wenn ich was habe, wenn ich was kriege, am ersten irgendwie. Da sage ich, bist du wahnsinnig? Du musst mir vorher noch welche schicken, damit ich die Replays alle mache, Junge. Ja, denn der Computer macht das nicht mit, wenn ich zu viel Action zeige von Sudus. Das ist zu hochgradig. Ohne Wasserkühlung wird das nichts. Ne? So, Bunker jetzt hier von I Don't Care. Open W, Open V. Weitere Baracken, Gas kommt. Ja, das finde ich ganz gut, wenn jetzt hier mal so ein, was ja wahrscheinlich ist, ne, dieser Zealot Stalker Poke, da ist schon der Stalker. Na, Bunker genau richtig fertig. Also das hat er gut gemacht, der Protoss gegenüber Terra, der jetzt hier Nexus spielt. Also Gateway Expand mit Doppelgas, also das heißt, da kommt dann gleich bald mal irgendwie was. Also Robo, Stargate, irgendwas. In dieser Richtung. Ja, denn wozu? Ah, da ist sie. The Twilight Council, ja. Und ein Robo. Und schön, ja. Also ich könnte, weiß nicht, was will er spielen? Will er hier die T-Drop oder irgendwie sowas? Mal gucken. So, Double Stalker geht an die Tower, so wie es scheint. Hier drüben gibt es jetzt das Stim. Also das macht er ordentlich hier, der Kollege I Don't Care. Ja, wenn er ein bisschen Diamond wäre, dann würde er jetzt hier mal mit dem, ne, wäre er hier mit dem Stalker hinterhergelaufen, hätte er gesehen über die Minimap. Im letzten Spiel ja auch schon, wie gesagt, wenn er da 10 Minuten früher, die Robo 10 Minuten früher, die vierte, die er ja dann am Ende gar nicht gebaut hat, gemacht hätte, dann, ja, dann würde er bald wohl auch wieder Diamante spielen. Bis, also für Platin war das schon ordentlich. War schon gut gemacht. Hat er gut gemacht, hat er gut gemacht.
So, Factory natürlich bei dem Bild etwas später, weil er halt eben das Gas so spät hatte. Ne, ich habe das ja schon ein paar Mal erklärt, ne, wie man das so machen kann nach No-Gas-Exe. Entweder ne, früher Gas nehmen, dann schnelle zweite, dritte Barrack. Ja, ich brauche es euch nicht nochmal erzählen, ihr wisst, was da rauskommt. Ja. Und jetzt guckt ihr eh kein Neuling meine Wots, deswegen brauche ich das nicht nochmal erklären, das ist ja ganz klar. So, es ist der Dark Shrine, es ist der DT-Drop, wie ich es halt vermutet habe, aber... Ich meine, okay, er soll jetzt hier nicht zubauen, ist ja kein Zerg, ne, aber... So ein... Wo ist denn der? Ach, da. Mothership Core. Er ist halt auch wieder super greedy. Auch hier, dieser Bild. Er weiß, alles klar, hier unten ist Terra, der hat einen Bunker. Bumm. Er hat keine Ahnung. Ah, hier drüben, er fliegt nochmal einen Meter weiter. Wenn da jetzt dieser Push käme, ja, überlegt mal, das, was Revenge oft spielt oder viele andere Terraner, ja, wenn er jetzt mal hiermit losgehen würde, einfach nur so, ja, beziehungsweise dieser 8 Marine, 2 Marauder Push oder was das sind, irgendwie 2 Marauder, 6, 7, 8 Marines oder so, ja, dann macht er hier vorne die Nexus-Kanone an, ja, aber dann läuft er einfach weiter, ja. Was ich aber auch nicht so doll finde, hier, auch Terra weiß ja nicht, was kommt, hat sich kein Turret gebaut, ja, obwohl eBay da ist. Also auch da ein bisschen gefailt. Mal schauen, wie gut das klappt hier vom Sudus. Der baut sich jetzt hier die ersten DTs, die ersten zwei Dunstlömmel. Na, hier vorne mal ein Zealot. Na, Kolosse will er danach bauen, zweites Gas und jetzt kommt hier, ja, der Observer. Ein DT hier unten, ein DT oben. Ja, da braucht sich aber auch Terra nicht groß beschweren. Ja. Ja, er dreht auch wieder um, was ich finde, was falsch ist, weil jetzt, gerade jetzt einfach weiter, er hat doch hier oben nichts. Ja. Er baut doch keine Turrets gerade, der ist ein bisschen, ja, das wird gescannt. Und er kriegt sogar beide, das ist schon mal gut, aber das Prisma ist noch da. Ja, Stim ist auch fertig. Er müsste jetzt hier quasi sofort einladen, also einen Medivac mindestens und gleich rüber. Ja, und hier Radau machen. Und er hat noch keine Turrets gebaut, also der ist nicht ganz auf Zack, der Junge. Ja, was macht Sudus? Meep. Düdüm. Was bricht er jetzt hier ab? Keine Ahnung. Ah, jetzt werden hier Turrets gebaut. Endlich. Ja, Sudus kommt nicht zurück. Bisschen wenig Worker, finde ich. Aber halt immerhin mehr als der Terraner. Ja, Kolosse werden gebaut. Ja, Prisma kommt. Turret ist fertig, okay. Ja, jetzt hat er auch gleich Schilde. Aber wo ist die Armee? Ja, die rennt hier gerade wieder raus. Wenn er jetzt wieder zurückläuft, ist das ziemlich blöd. So, hier sind ein paar Marauder jetzt mit dabei. Plus 1 Attacker da, gut gemacht. Ja, und jetzt, was macht er denn da? Lad das doch ein. Ah, keine gute Unit Control hier von I don't care. So, jetzt kommen die Medivacs hier an. Ja, ja, schnell zurück. Ja, jetzt hat er Kolosse. Jetzt kommt, er kommt zu spät. Aber es könnte, naja, wohl 16 Marines. Plus 1 gegen 0-0. Ein Koloss. Nee, mit Nexus-Kanone. Keine Chance. Ja, Chance vertan. Für I don't care. Auch kein drittes CC, also das Makro ist nicht gut von ihm. Ja. Die Turrets kommt zu spät. Unit Control, ja, die dritte, wie gesagt, die ist nicht da. Jetzt kommt sie. Schade. Ja, und Sudus steht ganz gut da, muss man sagen. Jetzt wieder. Ah, jetzt gibt es noch Storm dazu. Ja, ich finde, der Terraner hätte, wo er hier... Er war ja schon irgendwie hier in der Mitte der Map mit den Marines, als die ersten DTs kamen. Hätte einfach weitergehen sollen. Da wäre ein super Zeitfenster gewesen. Da hätte Sudus verloren, glaube ich. Wenn er jetzt hier oben dann nochmal ein, zwei DTs geworbt hätte, ja, dann hätte er unten einfach wieder gescannt. Und mit ein bisschen Action hier, dann hätte man das irgendwie hinbekommen. Es waren ja nur zwei DTs und ich glaube, Sudus ist dann nicht so schlau, dass wenn er vorne angegriffen wird, nochmal hinten einen reinzuwarpen. Also das hätte man, ne, verteidigen können. Mit dem, was dann hier auch noch, der hat ja auch gut Barracks gebaut, ne, da hätte man ja dann mit Reinforcement und so, irgendwo kriegst du schon den Turret hoch. Also da wäre Riesenpotenzial gewesen für I don't care. War die falsche Entscheidung umzudrehen. Jetzt geht er hier so ein bisschen in die Main, aber da sind schon die Templer, da sind die Kolosse. Er kriegt hier vielleicht den Nexus.
Einladen. Ja, das hat er gut gemacht. Ja, ein Marine wird zurückgelassen. Hilfe. Warum ich? Ja, das hat er gut gemacht, der Kollege. I don't care. Und jetzt splittet er auch seine Drops. Das ist auch gut. Ja, das Prisma vom Sudus hängt hier unten immer noch in der Lüfte. Oh, Feedback so strong. So, der andere Drop geht über die Außenbahn. Hat er schon was gesehen hiervon? Nö. Ah, die dritte steht schon ewig. Jetzt muss er die auch mal bringen und so. Und hier, er hat nur... Okay. Er hat 2-1 drauf auf den Units. Ne, 1-1, Entschuldigung. 2-1 gerade angedrückt. Hat aber irgendwo noch ein zweites eBay. Ne, doch nicht. Ich hab mich verguckt. Ja, hier ist ausgeladen, das finde ich jetzt gut, mit so einem Go hier in die dritte und hier drüben auch, aber hier wurde wohl, ja, waren zwei, ist nur noch eins, wurde eins gefeedbackt. Ja, aber vielleicht kriegt er den Nexus noch kaputt, also das macht er jetzt wiederum sehr, sehr geil, sehr, sehr strong. Das macht er gut hier, der I don't care. Im Supply even, dritter Nexus kommt neu, aber die dritte von ihm steht halt immer noch drin, ne? Unten baut er Vikings, das ist auch alles supi. Aber, ja, die dritte. Wenn er die jetzt nochmal gebracht hätte früher, ja, jetzt geht's ja nämlich los, dann hätte er noch reelle Chancen auf Win. Ja, nochmal ein Feedback. Und upgrade-mäßig ist er ja auch gut. Vielleicht gewinnt er das ja auch noch. Er hat hier gleich 2-1. Gegen, ja, okay, 0-0, aber dafür hat er Storm, ja, und Kolosse und, nee, kein, der hat Charge gerade begonnen. Ja, und nochmal hier der Go auf den Nexus. Wie gesagt, der macht das gut, ja, aber hier Heimreise verboten für die Hälfte von euch. Ja, kauft sich hier Zeit mit dem Templar und von hinten kommen jetzt die Units. Ja, zwei Temps, schön, die nimmt er noch raus. Also, boah, hier war jetzt Focus Fire ganz gut, hat den Templar noch genommen hier. Und rennt hier auch erstmal weg, guckt sich das alles an. Dann macht er so sogar nochmal eine Nexus-Kanone an. Schön Time Warp auch genutzt. Bloß nicht hier hochrennen. Ah, nochmal Stim hier schön. Ja, und die dritte, warum ist sie denn immer noch nicht draußen? Was war denn hier unten los? Habe ich was verpasst? Nö, ist alles cool hier. Ist nichts angeschlagen irgendwie. Ah, sehr bitter. Jetzt gibt es Double Forge hier. Sehr, sehr late, die Forges. Ja, und mittlerweile steht der Nexus hier drüben auch wieder. Hat auch schön hier so einen Templar stehen lassen, einen Anti-Drop-Templar. Ne? Also, da ist schon das ein oder andere. Macht er ja gar nicht mal so schlecht, der Kollege. Ja, aber auch hier unten weitere Barracks, Ghost Academy, Mass Marauder, ja, kaum noch Marines. Fünf, ja, und auch hier, wie gesagt, das sieht schon ordentlich aus, wie die beiden das jetzt hier so machen. Da sind hier und da so ein paar kleine Fehlerchen, aber insgesamt ist das schon ganz ordentlich und ja, deswegen ist es ja auch nur Platin, ja, aber das sieht schon gut aus. Jetzt spreadet er sich auf, macht nur noch Marauder und ein paar Vikings. Marines braucht er jetzt ja hier nicht mehr, beziehungsweise würden nichts nützen. Außer man hat das Imbass Mega Super Micro. Ja, Sudus ein Koloss macht hier nochmal Druck, ja, er kommt hier runter. Ein bisschen viele Vikings jetzt hier für nur ein Koloss, aber das weiß er, wusste er ja nicht. Ja, da kommen die Storms. Ah, er rennt weg, das Kolossi ist kaputt, aber hier das Storm ist einfach ekelhaft. Aber es könnte nochmal reichen. Aber da kommt nochmal eine Ladung Storms. Er bleibt einfach stehen hier so ein bisschen, jetzt Micro hier. Aber da sind nochmal Storms hier. Ach du Scheiße, hier der arme Terraner. Ja, aber man sieht es halt hier, ja, was halt so ein 2-1er Marauder mit 0-0 Stalkern macht. Ja, Reinforcement, wo ist es? Da steht es. Ja. Ja, da hat er aber schon auch ganz gut verloren, hier muss man sagen, der Sudus. Da kam zu spät das Reinforcement. Und mit ein bisschen mehr Spreading, nicht so viel im Storm stehen bleiben. Das ist aber auch so ekelhaft. Da hast du mal deine Armee 2 Sekunden lang nicht im Auge. Da hast du 2, 3 Storms drauf und zack, ist alles Schrott. Das ist... Storm ist super strong. Ich meine, ich glaube, in Brood War war es ja noch stärker. Der Storm. Ja.
Ah, der Storm war ja, da gab es ja früher, in Blood War gab es das ja nicht hier mit Bonusschaden gegen Light oder gegen Armored oder gegen Bio oder gegen Massiv oder was, da hat immer alles gegen alles andere gleich viel Schaden gemacht, ja. Mit Storm früher, der hat alles auseinandergefetzt innerhalb von Sekunden. Panzer, Battlecrusher, na gut, die hatten ein bisschen länger, ne, aber so ein Panzer und alles andere da war ratzifatzi kaputt. So, beide auf drei Bases. Hier, ja, mittlerweile immerhin mal ein Upgrade, beziehungsweise sogar zwei. Ja, er hat ja immerhin Dreie, aber noch keine Ghosts. Ja, doch, hier, doch. Möbius-Reaktor hat er, aber er baut keine Ghosts. Nur Marine Marauder Medivac. So, hier wird nochmal ausgeladen. Da kommt Sodus. Ja, hat er auch, nein, keinen Blink, aber Charge, wie gesagt. Und 1-1 und Storm und eieiei. So, Masmorodo gegen Zealot Storm. Mhm. Mhm. Na, wo scannt er jetzt? Ah, er checkt, ob hier... ach, okay, er scannt so quasi parallel gegen, um zu checken, ob da irgendwo Protoss ist. Ja, gar nicht mal so schlecht. Ja, aber da kommt er. Und da sind so viele aufgeladene Templer. Und der hat halt keinen Ghost. Academy ist da, Möbius Reaktor ist da, aber er baut keine. Aber trotzdem, heiß umkämpftes Spiel hier. 180 zu 140, also 40 Supply mehr bei Terra. Worker Count 50-50. Upgrades besser bei Terra, also was die Upgrades angeht hier, ne, die... Storm Charge finde ich halt schon gut. Gegen Bio-Only, wenn man halt keinen Ghost hat. Beziehungsweise besser. Weil Splash Damage. So, und jetzt kommt Sudos von hinten und Sudos von unten. Sudos hat im Supply ein bisschen aufgeholt. Jetzt gibt es auch Ghosts, endlich. Ah, hier aber so viele Templer und wieder schön unten in der Senke. Guckt euch an, wie böse Storm ist. Von zwei Seiten wird er hier attackiert, aber die Storms sind halt so gut. Ja, Feedback, Storm, die Templer hobbern da lang, alles wird weggestormt, GG. Hat er nochmal Glück gehabt. Ja, und auch hier unten zeitgleich nochmal in der Eco rumgeschnetzelt. Der spielt aber auch immer Greedy Builds, der Sudus. Ja, ich meine, ich finde das ja ganz löblich, dass er hier versucht, irgendwie schnell hier zweite, dritte Base, dass er so ein bisschen so Makronen will, aber dass er halt immer so eine Hardcore-Dinger hier spielt mit seinem Dark Shrine, eben vorhin schon das Spiel gegen den Zergi. Ne, gegen Early Aggression ist das blöd. Nicht gut. Ich meine, kann man machen, aber da muss man auch besser scouten und gucken. Ne? Hat jetzt Glück gehabt, zwei, dreimal, wo wir ihn hier gesehen haben. Ein drittes Spiel machen wir vielleicht noch, ansonsten muss ich brechen. Sudos gegen I Don't Care, PVC. Ich habe ja gehofft, dass da noch ein PvP im Replay-Pack drin ist. Ist aber nicht nur PvZ und PvT. Schade, schade. Aber ich guck mal hier, bis zum nächsten Mal. Abonnieren, kommt mit den Langers anklicken. Schöne Weihnachten und so. Yeah!